Hallo, ich habe mir noch mal Google Lens etwas genauer angeschaut und wollte euch da ein paar Sachen zeigen. Also zum einen im Chrome habe ich ja, wenn ich auf ein Bild draufklicke mit der rechten Maustaste, kriege ich jetzt inzwischen auch ohne die Einstellung zu ändern Google Lens angeboten, im Firefox nicht. Aber wie immer gibt es Add-ons, die einem dabei helfen. Kann man einfach hinzufügen. So. Und dann habe ich ja hier ein paar Bilder vorbereitet aus dem Kanal QuizTime. Da kann ich hier mit einem Rechtsklick jetzt einfach auf Search on Google Lens klicken. Das lädt jetzt ein bisschen und gleich werden wir sehen, hier sind wir im Google Lens. Jetzt haben wir auch die Option, hier Sachen hochzuladen, wenn wir drin sind. Irgendwie habe ich noch keinen Weg gefunden, es so direkt aufzurufen, aber das macht nichts. Und hier sehen wir schon, das ist in Rijeka. Gut, das war ja einfach. Das Bild, das hatte ich ja schon mal mit Yandex gemacht. Und Yandex hat dann irgendwann aufgehört, es zu finden. Und jetzt schauen wir halt mal, was Google Lens kann. Da ist nichts. Und hier kann man jetzt halt mit Lens, genauso wie mit Yandex, einfach Zuschnitte machen, die dann möglicherweise zu einem Ergebnis führen oder auch nicht. Das hat mal bei Yandex ganz gut geklappt gehabt, dieses Haus. Mal nochmal. Ist jetzt hier nichts drin, dann hatte ich ja hier hinten diesen Ausschnitt, der mal ganz gut war. Und da haben wir es schon. Tschechische Grenze offen, Bild werde ich jetzt nicht aufrufen, aber das ist genau diese Straße, die ich hier sehe. Also mit Google Lens kann ich dieses Bild jetzt wieder finden. Ja, das hier hatte ich auch mit Yandex gelöst gehabt. Schauen wir mal. Search und Google Lens wollte ich doch anklicken. Schauen wir mal, ob derselbe Lösungsweg, den ich in Yandex gewählt hatte, auch mit Google Lens funktioniert, nämlich mich auf dieses Haus hier hinten zu konzentrieren. Und da haben wir es schon, Governo Civil de Aveiro, genau das war das. Dann hätten wir noch das hier. Das fand ich besonders lustig. Das habe ich heute mal ausprobiert. Das Bild an sich ist relativ schwierig, wie ich meine, was hier im QuizTime-Kanal diskutiert wurde, dass man hier eben erkennen kann, welche Bahn das ist. Ich meine, das war die türkische und über diese vielen Storchennester hat man ein Storchennestprogramm in Bulgarien gefunden. Ja, und im Endeffekt war es dann wohl in Sofia oder in der Nähe von Sofia. Aber was interessant ist, ist, ich habe da mal versucht, einfach nur nach diesem Häuschen hier zu suchen. Und auf einmal bekomme ich hier lauter Ergebnisse. Bulgarien, Bulgarien, Immobilien, Haus, Bulgarien und so weiter. Ja, ich habe jetzt vielleicht nicht dieses Haus gefunden, aber offensichtlich ist das ein typischer Baustil in Bulgarien und soweit hätte ich jetzt zumindest mal einen Hinweis, in welchem Land sich das befinden könnte. Ja, also Google Lens erscheint mir eine sehr gute Alternative zu Yandex zu sein und nachdem ja aktuell immer mehr Firmen auch russische Webseiten sperren wegen Putins Krieg, ist es vielleicht gut, so eine Alternative auch zu haben. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut.